Mein Name ist Esteban Diácono. Ich bin ein Motion Graphic Designer aus Buenos Aires. Und zwar nicht irgendein Designer. Mit seinen 12-Sekunden-Animationen wurde Esteban Diácono innerhalb von wenigen Monaten zu einem der bekanntesten Animationskünstler im Internet. Mit aktuell knapp 300.000 Followern auf Instagram. Wir interviewen den Maestro zu Hause mit seinen Katzen. Die ist ein bisschen gefährlich, wenn sie schlechte Laune hat. Das ist Anita. Seht euch dieses Gesicht an. Ich würde mich eigentlich nicht als Künstler bezeichnen, weil ich keine klassische Botschaft habe. Ich glaube seit jeher, dass Kunst eine Ausdrucksform ist, die eine Idee beinhalten muss. Etwas, das über den Moment hinausgeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sachen, die ich mache, weit weniger interessant sind. Ich sehe das, was ich tue, eher als ein Hobby, nicht als Kunstform. Zu diesem Hobby gehören übrigens auch Kunstprojekte für Galerien, Werbekampagnen für Großunternehmen, Musikvideos, Game Designs oder Seminare an Universitäten. Das technische Know-how dafür hat sich Esteban Diácono über viele Jahre selbst beigebracht. Dabei erforscht der Argentinier immer wieder die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des menschlichen Körpers. Das Ergebnis ist dann irgendwas zwischen faszinierend und irritierend. Wir haben ziemlich konkrete Erwartungen daran, wie sich Dinge verhalten, wie sie reagieren. Wenn du zum Beispiel ein menschliches Gesicht siehst oder einen Körper, dann erwartest du eine gewisse Struktur, Knochen, Gewebe, bestimmte Bewegungsabläufe. Wenn sich diese menschlichen Formen aber plötzlich in unerwarteter Weise bewegen, dann muss sich dein Gehirn erst daran gewöhnen. Es braucht einen Moment, um das zu verarbeiten. Es sind diese Sekunden, wo du denkst, was sehe ich da? Hier stimmt was nicht. Das empfinden manche Menschen als bedrohlich. Das geht sogar so weit, dass Esteban Diácono mit seinen löchrigen Wabbelkörpern einem bis dato nahezu unbekannten Krankheitsbild zu neuer Berühmtheit verhalf. Der Trypophobie, der Angst vor durchlöcherten Objekten. Als ich eine meiner Animationen ins Internet gestellt habe, schrieben Leute plötzlich, das ist ja furchtbar, ich bin trypophobisch, meine Trypophobie bricht aus. Ich dachte, wovon reden die Leute da? Sorry, das war meine Katze. Ich war verwundert, dass so viele Menschen diesen Begriff verwenden und habe das natürlich gleich auf Wikipedia nachgelesen. Und es ist tatsächlich eine echte Phobie. Und weil ich insgeheim ja ein kleiner Fiesling bin, wollte ich das natürlich weiter ausreizen. Je mehr Leute mir sagen, ich mag das nicht, desto weiter werde ich gehen und das Ganze immer und immer wiederholen. Zur Beruhigung für alle Trypophobiker da draußen, hier das bekannteste Kunstwerk von Esteban Diácono. Die Animation für den isländischen Komponisten Ólafur Arnalds. Weltweit über 9 Millionen Mal geklickt. Und garantiert ganz ohne Löcher.